Hände und Knie sind schlimm. Hallo! Wir rennen doch mal nicht so. Ein paar Plätze haben sich alle schon Reinhold genannt. Ich sehe schon professionell aus. Damals nach Fürten beim Fortfinder haben sie mich noch Fährtenhund genannt, weil ich immer wusste, wo es lang geht. Sollte ich lieber um dich kümmern, als du nicht anstattest mit deinen 120 Kilo. Ich hab irgendwelche Wege, du hast nicht Fährtenhund nach Fürten. Aus dem Pop auf die Enduro, nimm uns mit in deine Welt. Keine Angst vor einer Challenge mit der Kamera am Helm. Von Rumänien bis nach Whistler sind die Flüge schon bestellt. Schaltet ein, hier gibt es Good Vibes für die Good Time. Aus dem Pop auf die Enduro, nimm uns mit in deine Welt. Keine Angst vor einer Challenge mit der Kamera am Helm. Von Rumänien bis nach Whistler sind die Flüge schon bestellt. Schaltet ein, hier gibt es Good Vibes für die Good Times. Bobby 3 und 5, Gavin, yeah. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Es war lange ruhig, das liegt daran, dass zum einen kein Rennen war und zum anderen ist nichts Spannendes passiert. Meine Frau und ich fahren campen. Wir wollen in die Richtung von Nürnberg. Da ist der Höhenglücksteig, ein Klettersteig, den wollen wir machen. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wir haben sowas noch nie gemacht. Wir werden es einfach mal probieren, ob es klappt und machen natürlich gleich einen Test übers Wochenende von der Kühlbox, von der Boxio, von unserer Dusche. Also alles, was wir so ein bisschen da letztendlich eingebaut haben, von der Powerstation. Wir haben jetzt alles soweit erstmal angeschlossen. Viel Spaß, bis später. Wir sind jetzt da. Leute, wir sind da, wir sind angekommen. Hier ist der Klettersteig irgendwo, hier hinten, denke ich. Und das wird unser Campingplatz für die Nacht. Erst muss ich mal Essen warm machen, das ist das Allerwichtigste. Weil, wenn du in der Diät ein bisschen zu spät ist, kriegst du Heißhunger. Ich filme ja neuerdings alles mit iPhone und da ist die Qualität nachts natürlich nicht so gut. Aber mein Essen dauert noch, mein Michelchen ist schon fertig hier. Hier ist der Fluss. Geiler geht's nicht. Wir schauen da noch im Film, ich verabschiede mich für heute, wir verabschieden uns für heute, weil einfach die Qualität so schlecht wird und das lässt sich ja da nicht schön ansehen und morgen wird lustiger, das verspreche ich euch. Jetzt essen, dann Filmchen. Servus Leute, guten Morgen und herzlich willkommen zum Klettersteigtag. Wir sind aufgestanden, haben erstmal richtig geil geschlafen. Wir haben andersrum im Bus geschlafen, dadurch hat man irgendwie nicht dieses beengte Gefühl gehabt. Meine Eier sind gerade fertig. Hier, Eierchen. Meine Frau macht sich gerade fertig. Und wir frühstücken, dann ziehen wir diese Kletterkleidung an und dann wird losmarschiert. Bin mal gespannt, was er sagt. Die Leute, die sich mit Klettersteigen auskennen, können ja mal sagen, ob es krass ist, wenn man sich als erstes hier den Höhenglücksteig aussucht oder ob das okay ist. Weil wir sind ja sportlich, ist ja jetzt nicht so, dass wir noch nie Sport gemacht haben, ne? Wir sind die ersten 5 Minuten gegangen, geht immer berghoch. Bin schon jetzt fertig. Outfit passt. Ja, schön, wie ein Profi. Rucksack, Alter, der Rucksack, dreh mal zur Seite. Der Rucksack ist, Alter. Was? Wäre das hier nicht übelst gerne ein Duro-Spot? Hä? Hat er jetzt einen Stechschritt hier vorgelegt. Das Allergeilste ist ja, jetzt guck mal mein Gott hier an. Anzugsgurte. Muss ich noch ein Loch mit dem Messer machen? Das ist viel zu klein. Michel sagt, wir sind falsch. Ich sage, wir sind richtig. Damals nach Fürten beim Fahrtfinder haben sie mich mal Fährtenhund genannt, weil ich immer wusste, wo es lang geht. Glaubt mir Michel nicht. Komm, Schatz. Das ist ja schon als beide Weg. Nee. Hätten einfach den ganz normalen Weg Schatz. Passen können. Nee, da musst du doch Stock und Stein. Fährtenhund nach Fürten. Also wir haben das jetzt einigermaßen hinbekommen. Hier haben wir mal ein großes Dankeschön an Micha, der hier nochmal Online-Coaching kurz gemacht hat. Jetzt sind wir soweit gerüstet, Helm noch auf und dann schlag mal ein. Hier gibt es eine Übungsstelle, aber Michel hat gesagt, wir legen gleich richtig los. Machen wir einfach. Also Leute, das wäre jetzt hier Teil 1. Das ist der Kollege, der uns ein bisschen geholfen hat. Der zieht ja hoch wie ein junges Reh. Michel, was sagst du denn jetzt zu der ganzen Geschichte? Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, dass so gut war. Also das Ding ist, das ist hier schon nicht machbar. Ach du Scheiße. Nee, das wird nicht. Guck dir das mal an.
Ey, ich hätte nicht gedacht, dass es, ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Muss ich euch echt sagen. Da unten. Okay. Ja, aber jetzt kannst du vorsichtig. Ja. Warte mal. Sag mal was. Soll ich sagen? Ja, erzähl mal. Krass. Wir haben uns ein wenig überschätzt. Aber wir versuchen es am Ende nochmal. Leute, das war echt eine Nummer. Ja. Machen wir weiter. Oh, Micha wäre enttäuscht von uns. Kann ich sehen. Nee, aber sag ich dir so, wie es ist. Das ist schon mal wer eingeschlafen. Nervt mich, ich denke, ich bin praktisch der Barbo. Wenn ihr das nicht anfasst. Was denn? Das war keine gute Entscheidung. Wollen wir mal zurück? Warte, ich will mir mal angucken. Okay. Sag mal. Es geht doch, oder? Schatz? Ja. Schaffst du das? Ja, easy. Das ist schon eine Nummer gewesen gerade, gell? Aber geht bei dir? Ja, ja. Machst du sehr gut. Echt? Da war bestimmt so ein fetter Mensch drauf, wie ich. Ein Stück Platz machen, da drauf und dann darüber. Hast du es so gemacht? Wie die Gams. Ja. Das ist eine Gams. Und 3, 2, 1. Dankeschön. Noch ernähren? Deine Kurde ist so verkordet. Ja, ja. Geht? Servus. Ey, wir sind eine richtige Nummer im Klettern, merkst du, gell? Ja. Merkst du das, gell? Das wird mein neues Insta-Post hier. Sag doch mal nicht so schnell. Ich kann mich nicht mal aushaben, wenn du so Schütje. Ich setz mich jetzt hier hin und warte. Ja. Mal jetzt ein Chili. Also CD und DC ist genau unser Metier. Hast schon mal einen Sprung gemacht, einen Wechselsprung. So Schütje, Schütje. Stoß mal ständig die Knie, weil du mit dem Seil hier rumwackelst. Oh, Schütje. Ich fange schon wieder an zu zittern, weil ich mir Sorgen mache. Jetzt kommt Teil 2, ist nur B, B und C. Jetzt geht's zu Teil 2, willst du was sagen? Willst du es der Community mitteilen? Nee. Komm. Nein. Wie geht's denn dir? Gut geht's mir. Setz doch mal meinen Helm auf. Nein, der ist... Ich will aber auch mal, dass die Leute mich sehen. Der ist aber verschwitzt. Und weiter? Das setze ich nicht auf, das ist eklig. Zieh nicht auf. Warum nicht? Nein. Da habe ich hier oben alles voller Pickel, wenn ich das aufsetze. Das ist geil, alter Schwede. Das riecht geil. Heute Abend, ja, Post. Erstes gemeinsames Hobby. Aua, Ellenbogen stoßen. Mann! Alter, das ist hoch. Normalerweise wäre ich früher hier den hochgeklettert. Hinter dir, Petrus. Am kleinen Petrus war ich früher nur. War ich immer am Petrus. Oh, heute wieder am Petrus schön. Ja, okay. Das machst du aber auch gut. Schönes Ärschchen auch drin da. Da halte ich jetzt mal drauf. Das ist, also wie wird da hier, wie ich da langzimmere, gell? Das, siehst du das hier, wie ich da, guck dir mal, mit was von einer Finesse ich da lang gehe. Du da mit deinem Kreuzschritt und ich hier schön, hier, guck dir das mal an. Oh. Du hängst einfach nur da wie ein Käfer. Ja. Das ist ohne Seil auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, wo da frisch die Locken halt. Oh, weißt du, wenn ich hier gerne mal dabei gehabt hätte? Morning. Hier am Felsen. Hier fühle ich mich wohl. Warte mal. Ich glaube nicht lang was stecken. Du schmierst bestimmt gleich ab. Ich warum nicht? Ne, sehe ich doch. Also. War echt nicht schlecht. Meine Frau, die geht hier nicht durch, hat sie gesagt. Alter Schell. Da, und so muss schauen, dass da nichts hinten da drüben. Ich habe jetzt alles abklappern. Dankeschön, gell? Bitteschön. So, Leute. Das ist cool. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hier. Das war cool.
Also er hat gesagt, Teil 3 kannst du probieren. Und dann ist der Notausstieg. Ich fühle mich wie Reinhold. Aber ich bin jetzt, ich bin angekommen im Bergen. Ich merke das, ich bin angekommen. Du musst ja, ganz wichtig ist ja bei so einem Klettersteig, gell? Das sagt dir keiner. Aber du musst eins mit der Stelle werden. Das ist das Wichtige. Schatz. Du musst mit der Stelle 1 werden. Aber sonst geil. Sonst also BC und C und CD ist, krieg mal hin. Das Kinding. Und den anderen darüber setzen. Ich zeig's dir mal, okay? Dann kommst du zurück, dann guckst du es dir mal an. Das ist echt Großschnarz. Ich Großschnarz vor allen Dingen. Hier dich reinhängen, gell? Und dann bist du schon da. Und dann lange Arme und weiter. Wir haben es geschafft, durch. Erzähl mal, wie war es für dich? Ich habe den letzten nicht gemacht, den letzten Teil. Der letzte Teil war irgendwas mit D, B, C, D. War cool. Auf jeden Fall das Anstrengendste von allem. Jetzt gehen wir nochmal zum Einstieg, gucken, ob wir das schaffen. Wir sind an der Stelle angekommen, die wir nicht geschafft oder die wir nicht gemacht haben. Vom Klettersteig, die wollen wir jetzt noch probieren, aber guck nochmal. Das ist schon, eine Nummer. Ich weiß nicht, ob man den Überhang so richtig sieht, aber das ist praktisch die Stelle, die wir nicht geschafft haben. Aber ist geil, sag ich dir. Ja, wenn die Leute weg sind, probieren wir mal. Gehen ja nicht weg, bevor ich das nicht geschafft habe. Eben ist ja einer hoch wie eine Gazelle. Dann siehst du einen dicken Bobby, Alter. Ja. Geschafft. Oh. Alter. Er muss immer noch kämpfen. Wenn du kämpfst und nicht aufgibst, schaffst du sowas. Sehen wir uns am Auto. Ich hab nicht gedacht, dass ich so eine Klettermaschine bin, ne? Dass ich da so hochziehe wie so eine Gazelle. Also über den Einstieg eigentlich reden. Ne? Wieso? Das war eine E-Stelle und ich bin hochgezogen wie ein junger Gott. Hochgezogen. Was? Die anderen sind hochgezogen. Ja, ich auch. Du hinkst da nicht durchs Luftwasser. Ne. Sagst du ruhig? Nein. Wie nein? Na, sag ich nicht. Ja, aber es ist ja so. Gehen wir jetzt ins kalte Flüsschen. Ich gehe jetzt schön ins Flüsschen. Ich sehe den Horsti schon. Da steht Horsti. Schön wie eh und je. Ein roter Blitz. Wenn er eins käme, gell? Ja. Weil es war ja wirklich gut, sag ich mal. Ja. Und dir würde ich, sag ich mal, eine gute 3 mit Tendenz zu 2. Gleich schnell, mein Freund. Eine gute 3. Schatz. Eine sehr gute 3. Eine
Eine sehr, sehr gute 3. Wir sind am Auto angekommen, man könnte denken, es ist ein anderer Tag, weil er noch Schrott an. Aber ne. Jetzt sage ich euch was. Was richtig geil ist, wenn du in dein Auto gehen kannst, weil. Du hast hier einfach eine Kühlbox. Du nimmst hier eine schöne Zero-Spezi und knallst sie hier rein. So. Absurd, ich hab seit 3 Stunden nicht mehr zu trinken. Ich mal so viel trinke wie eine Bergziehe. Jetzt denken wir alle, oh, der macht Werbung für seine Box. Scheißegal, welche Box ihr habt, aber ja, so eine Kühlbox. Beste. Jetzt sehe ich mich in See. Das zeige ich euch. Das zeige ich euch. Wenn ich im See liege, filmt mich schön. Sag, wie kalt das Wasser war. Eiskalt. Oh. Hände und Knie sind schlimm. Wir haben unseren Platz übrigens nochmal gewechselt. Wir sind hier einfach mitten im Wald. Alleine. War so ein Spot vom Park for Night. Und es ist richtig schön. Richtig, richtig idyllisch. Hauptsache, er kommt nicht hier. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, ein See, ja, ein Tümpel. Aber schön. Gefällt uns. Schöne Ruhe. Echo! Mein Essen ist wieder warm. Oder wird warm gemacht hier. Der schmeckt übrigens richtig, richtig geil. Jetzt auch noch mal was gesagt. Fleisch, ey. Hast du denn das Piepen gehört? So fangen Horrorfilme an, weißt du, gell? Wir sind mitten im Wald. Wir sind mitten im Wald. Ey, hört ihr das? Ich sag's euch. Wenn ich mich morgen früh nicht mehr melde, dann war's das mit uns. Auch hat man jetzt einen schönen Schlafplatz. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir haben Sonntag und ja, haben richtig gut gepennt hier an dem Platz. Der war echt mega. Wurden heute Morgen geweckt von so einer Wandergruppe hier. 14 Leute, die seit ungelogen 40 Minuten sich anziehen. Ist brutal. Aber so ist es normal. Ist ja öffentlich. Und wir frühstücken jetzt und dann fahren wir heim. Und das war's mit dem Wochenende. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr es cool fandet. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.